Am Wort ist der Seniorensprecher der FPÖ, Werner Neubauer. Um die Pensionen im Speziellen geht es ja fast nicht mehr um Pensionen, sondern letztendlich nur mehr um diese heute zu beschließenden Luxuspensionen, zeigt einmal mehr in diesem Hohen Haus, wer das soziale Gewissen in Österreich ist. Das ist die Freiheitliche Partei, eine soziale Heimatpartei mit ihrem Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Und lieber Kollege Wöginger, wenn du sagst, wir verschüssen uns aus dieser Debatte, dann kann ich dir dahingehend nicht recht geben. Und zwar deshalb nicht, weil es auch inhaltlich nicht stimmt. Denn wenn ein Gesetz am 01.01.2015 in Kraft tritt, dann sagt es die ganz normale menschliche Logik und der Verstand, dass man bis dahin zumindest noch 2 Monate hätte in aller Vernunft gemeinsam sich zusammensetzen hätte können, um eine gemeinsame, gute und bessere Lösung zu erarbeiten als die, die heute hier zur Beschlussfassung eben vorliegt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir zurückkommen auf den Auslöser für diese ganze Malaise, die wir heute hier haben, dann sind es ja jene, die über 30.000 Euro und mehr bezogen haben. Einer davon, der kaum in diesem Hause ist, wie der Herr Pilz von den Grünen, aber auch im Bereich einer Luxuspension und im Bereich einer billigen Gemeindewohnung davon auch profitieren. Das ist meines Erachtens genau der Skandal, der die Grünen heute in ihrer Diskussion heute ausmacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben nicht die Erkenntnisse des Rechnungshofes hier und heute eingearbeitet. Haben Sie nicht. Denn haben Sie beim Hearing nicht zugehört, was der Vertreter des Rechnungshofes gesagt habe? Unter den Vorstellungen des Rechnungshofes haben Sie heute hier abgeschlossen. Und das ist die Realität. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Zeit, wo es einen massiven Anstieg der Armut in Österreich gibt, wo wir in Wien 25% der Gesamtbevölkerung unter der Armutsgrenze bereits haben, wo 425.000 Menschen an der Armutsgrenze in einem sozialistisch dominierten Staat regiert, seit 50 Jahren an der Armutsgrenze leben, ist es für mich auch ein moralisches Anliegen, hierher zu gehen und zu sagen, das können wir der Bevölkerung nicht zumuten, mit so einem Ergebnis an die Menschen heranzutreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben nämlich kein Problem, Herr Bundesminister und Vertreter der Bundesregierung, heute hierher zu gehen, im Jahre 2013 205 Millionen Euro an Familienbeihilfe ins Ausland zu transferieren, aber hier ein Ergebnis von 7 bis 10 Millionen Euro als Erfolg zu verkaufen. Das müssen Sie den Menschen in Österreich einmal sagen. Und genau aus diesem Grunde erlaube ich mir, folgenden Antrag einzubringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die österreichische Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich einen Gesetzesentwurf vorzulegen, welcher verfassungsrechtlich eine tatsächliche Abschaffung aller Luxuspensionen inklusive Luxuspensionskassenregelungen im öffentlichen Bereich beinhaltet, sich am Niveau der ASVG-Pension orientiert und die für alle Gebietskörperschaften, das heißt Bund, Länder, Gemeinden und ausnahmslos allen durch diese ausgelagerten gesellschaftlich verbindlich gilt. Ich ersuche um Annahme. Hier können Sie noch zeigen Ihr soziales Gewissen. Eine tatsächliche Abschaffung von Luxus- und Sonderpensionen fordert der Seniorensprecher der FPÖ, Werner Neubauer, per Antrag von der Bundesregierung.